Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge, und zwar geht es heute um die Trolle. Ich hatte schon mal die Uruks und Orks hochgeladen gehabt und deswegen wird es Zeit, dass jetzt die Trolle kommen. Die Trolle sind angeblich schon vor dem ersten Zeitalter geschaffen worden von Melkor, also von Morgoth. Im dritten Zeitalter wurden die Trolle sozusagen nur modifiziert von Sauron selbst, und zwar hat er dann die Olokai sozusagen erschaffen. Ich werde dann nachher noch ein paar Arten nennen von Trollen, und das sind wirklich allerhand viele Arten. Aber erstmal kommen wir hier ein bisschen in die Beschreibung. Also, wir wissen ja, Trolle sind sehr, sehr bösartig und auch ungefähr doppelt so groß wie ein normaler Mensch und meistens sogar noch größer. Und das macht halt so einen Troll aus, und deswegen wissen wir ja auch, aha, das ist ein Troll. Sie haben einen ziemlichen großen, fetten, breiten, starken Körperbau und einen richtig wuchtigen Schädel sowie schuppige, feste Haut. Also das ist jetzt nicht hier so schöne, weiche Samthaut, die man da streicheln kann. Nein, das ist einfach nur richtig grob, kann man sagen. Es gibt sogar Trolle, das habe ich gar nicht gewusst, und zwar, dass auch Trolle mehrere Köpfe haben können. Das ist ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Aber nichtsdestotrotz, irgendwie auch wäre auch nice gewesen, wenn ich das in der Hobbit mal gesehen hätte. Die ersten Trolle, die Melkor sozusagen erschaffen hatte, das waren sozusagen eine Nachahmung der Ents, denn die Ents gab es ja schon viel früher, und Melkor hat gedacht, komm, ich mache das Gegenbild davon. Nur das Problem bei der Sache ist, die Trolle wurden dann aus Stein geschaffen, und wenn es Tag wurde, sind sie wieder zu Stein geworden. Also hat das Melkor eigentlich gar nichts gebracht, denn somit waren sie ja nur in der Nacht aktiv. Und wie willst du denn, wenn du jetzt eine Schlacht führst, du bist fast am Gewinnen wegen den Trollen gerade, und dann auf einmal wird es Tag und dann hast du wieder Probleme, denn wird er zu Stein geworden, Schlacht vorbei, verloren, Pech gehabt. Naja. Auch sind Trolle eher unintelligent und stumpfsinnig, und sie sprechen halt auch sehr, sehr wenig, und generell verfügen sie überhaupt keine eigene Sprache, deswegen sind sie auch sehr primitiv in der Hinsicht. Manchmal machen sie ein paar Worte nach von den Orks generell, aber sonst eigene sprachmäßig ist da nichts vorhanden. Doch dann Saurons Trolle, die Olokai, die hatten dann doch schon eine Sprache, und zwar die schwarze Sprache, denn die konnten sie tatsächlich sprechen. Also sind die doch nicht so primitiv dann wie die Steintrolle, kann man sagen. So, aber wie wird denn jetzt eigentlich Trolle erschaffen? Das kann aber keiner sagen, denn wir wissen nur, dass die Trolle sozusagen ein Abbild sind von den Ents. Denn Baumbart hat ja schon gesagt, dass die Trolle nur erschaffen worden sind, so als kleines Abbild, als Gegenteil der Ents. Also so eine kleine Verschandelung, kann man sagen. Denn die Trolle sollen ja total das Gegenteil der Ents sein und sollen ja auf der bösen Seite sein. Und da ja Melkor nicht die Macht hat, Lebewesen zu erschaffen, da könnt ihr euch auch mal Melkors Video mal angucken, der hat ja nicht die Macht, Lebewesen zu erschaffen, sondern er kann sie nur verschandeln, also total missbrauchen und total umformen. Und deswegen sind dann auch die Trolle entstanden. Die meisten Trolle sind ja durch den Stein entstanden und sind dann tagsüber wieder zu Stein geworden. Das war halt dann der Nachteil der ersten Trolle, kann man sagen. Es sind viele Trolle vor allem gestorben im Krieg des Zornes, aber die sich noch retten konnten sozusagen, haben sich dann um Sauron rumdrum gesammelt und haben sogar noch geholfen, in Mittelerde weiter Stress zu machen. Unter Saurons Armeen standen immer Trolle als stärkste Lebewesen dort unter dem Banner, denn es ist wirklich so, Trolle sind deutlich stärker, aber die bringen viel mehr um als so ein paar läppische Orks, kann man sagen. Doch wollen wir jetzt mal zum spannenden Aktion kommen von dem ganzen Kram hier, und zwar kommen wir jetzt zu den Arten, die Tolkien mal im Buch sozusagen mal erwähnt hatte. Und zwar haben wir da einmal die Bergtrolle, die wurden mal erwähnt, und die haben sogar die Riesenramme Grond, also der Herr der Ringe, dieser Ramborg, der sozusagen das Haupttor von Minas Tirith zerstört. Dieser wurde von Bergtrollen getragen, und die Bergtrollen sollen angeblich einer der stärksten Trollarten sein, die es eigentlich jemals gab. Dann gibt es noch die Halbtrolle oder Trollmenschen, je nachdem, denn die kämpften mit bei der Schlacht auf den Peldorfeldern, und sie sind halt trollischen Ursprungs, aber auch so ein bisschen vermischt mit Urukai, kann man sagen. Dann gibt es noch Höhlentroll, und da kennen wir ja einen aus Moria, denn der ist eher primitiv, dumm und dunkelgrüner, schuppiger Haut und hat schwarzes Blut halt. Ne? Dann gibt es noch die Hügeltrolle. Die sind die Trolle des Nordens, kann man sagen. Die sind eher so oben im Norden, in dem bisschen kalten gelegenen Gegenden, kann man sagen.
Und dann noch die Olokai, die wurden von Sauron selber mal erschaffen sozusagen im dritten Zeitalter. Und sie sollen halt eine Trollart sein, die stärker ist, noch besser und vor allen Dingen noch mehr auf dem Kasten haben und sogar noch das Sonnenlicht ertragen. Und das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, die Idee. Da hat mir das auch einen Schritt weiter gedacht. Und dann noch die Schneetrolle. Die leben auch oben im Norden und rennen halt in weißer Kleidung rum. Und wie halt Schneetrolle sagen, sind sie halt sehr viel im Schnee unterwegs, im kalten Klima halt. Und dann noch Steintrolle. Die kennen wir ja auch aus der Hobbit. Die können halt nur in verunstaltetes Form von Westron sprechen. Aber dafür ertragen sie kein Sonnenlicht und sind deswegen auch jetzt nicht so stark, kann man sagen. Gut, dann hätten wir jetzt auch die Arten sozusagen, ja, soweit durch. Und mehr gibt es eigentlich auch gar nicht über die Trolle so zu berichten. Ist eine sehr interessante Sache, muss ich sagen, denn ich mag eigentlich Trolle. Und es hat mir jetzt wieder ein bisschen mehr die Augen vor allem geöffnet. Und man weiß jetzt auch ein bisschen mehr Bescheid über die Trolle. Und vor allem gibt es viele Arten von Trollen. Und das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage ich bis zum nächsten Video. Tschüss und bis bald.